Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und auch heute wieder eine Vorstellung eines Sonderpreises auf der Shinko Kai, vielmehr eine Vorstellung der Koi, der Gewinner Koi eines Sonderpreises. Und heute geht es um den Preis namens Botan. Und wie bei den anderen dieser Sonderpreise auch, treten hier verschiedene Varietäten in jeder Größenklasse gegeneinander an. Und unter diesen Varietäten wird in jeder Größenklasse ein Gewinner ermittelt. Und bei Botan ist es Hikari Utsuri, es ist Hikari Muchi, Shusui, Asagi, Beko, Hiyotsuri Kiyotsuri, auch eine neue Varietät, und die neueste aller Varietäten, Muchimono, also einfarbige Koi. Weil die einfarbigen Koi sind in den letzten Jahren auch viel zu kurz gekommen. Und dann hat man gesagt, okay, man schafft eine neue Klasse. Allerdings, die Züchter haben dem Braten irgendwie noch nicht so getraut, oder die Hobbyisten, weil das war eine der unterbesetzten Gruppen überhaupt. Da ist in manchen Größenklassen nicht ein einziger Fisch ausgestellt worden. So, aber das soll uns jetzt nicht kümmern. Ich möchte Ihnen jetzt die Botan-Sonderpreisgewinner zeigen. Und auch da werden Sie wieder geflasht werden, weil mitunter sind es die besten Fische der Welt, der Größenklasse, dieser Größenklasse, die zurzeit verfügbar sind und wo sich die Besitzer die Mühe gemacht haben, sie auf die Shinko Kai zu bringen und der Koi-Gemeinschaft weltweit vorzustellen. Und auch da muss man mal ein Dankeschön sagen, weil würde es die Bereitschaft von den Kunden nicht geben, dann hätten wir auch nicht die Möglichkeit, ihnen hier auf geballtem Raum so die Creme de la Creme der Koi-Zucht präsentieren zu können. So, ich nehme die Kamera, Volker kümmert sich um den Sauerstoff und wir beginnen bei 12 Bu mit einem kleinen, erkennen Sie ihn, Kinshova. Also Hikari Utsurimono als erster Gewinner. Auch jetzt bin ich wieder gespannt, ob sich wieder eine Varietät als dominant zeigen wird. So wie wir die Goshki hatten bei den Sakura. Hier haben wir Hikari Muchimono. Also das ist jetzt nicht diese Muchimono-Klasse, sondern das ist Hikari Muchi. Da muss man unterscheiden. Das sind die metallicfarbenen Koi. Die Muchimono sind die nicht metallicfarbenen, wie Kigoi, Karashigoi, Benigoi, Chagoi. So, und hier ein kleiner, wunderschöner Platinum Ogon. Dann kommen wir zu 20 Bu. 20 Bu haben wir wieder Kinshova. Auch wunderschön, aber auch wunderschön klein. Und nicht dazu geboren, groß zu werden, könnte er. Qualitativ wird es dann riskant. Schauen Sie aber den wunderbaren metallicfarbenen Glanz an. Dann kommen wir zu einem, ja, der war sogar aus unserer Gruppe, 25 Bu. Wir sind die Ersten, die einem einfarbigen Koi dieser neuen Klasse einen Preis gegeben haben. Und der hat was Besonderes, schauen Sie mal genau hin, der hat dieses Pearl Ginrin. Und Pearl Ginrin ist was verdammt Seltenes und jeder in unserer Gruppe hat gesagt, wow. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, wenn der Ginrin hat, warum ist er da nicht unter Ginrin ausgestellt? Ja, bei Ginrin-Koi kann sich jeder aussuchen. Stellt er sie unter seiner normalen Klasse oder unter Ginrin aus? Zumindest bei Kin Ginrin B und Ginrin Ochiba können Sie unter Kawarimono oder unter Kin Ginrin B ausstellen. Und der Besitzer dieses kleinen Wahnsinnsfisch hat sich einfach dazu entschieden, ihn unter Muchimono zu zeigen und hat dadurch alles richtig gemacht. Hier machen wir weiter mit einem Shusui bei 30 Bu. Rückgratbeschuppung sensationell, Farbe sensationell, rote Zeichnung sensationell. Auch noch ein ganz zartes Blau zwischen der roten Zeichnung und der Rückgratbeschuppung. Klarer Kopf. Das Dunkle am Kopf, das verschwindet noch, da kann man beim kleinen Shusui nichts machen. So, dann kommen wir zu 35 Bu. Wieder ein Kinshova, der scheint auch im Moment dominant zu sein, die Varietät. Und das ist auch verständlich, dass bei der Qualität die Preisrichter da nur schwerlich vorbeikommen. Sensationell. Lassen wir einfach so stehen. Machen weiter. Bei 40 Bu. Bei 40 Bu haben wir einen Beko. Sind wir hier bei Botan? Haben wir einen Beko. Auch toll. Und auch schön, dass man Beko so einen Sonderpreis bekommt. Weil das ist wirklich eine der benachteiligten Varietäten, wo gerade nicht mehr der Fokus des Interesses der Züchter und der Hobbyisten drauf liegt. Wobei man sagen muss, er wird ja gar nicht gezüchtet, sondern ist ein Nebenprodukt der Zucht des Sanke. Ein Sanke ohne Rot wird zum Beko. Und Johann hier ist unermüdlich. Der hört nicht auf. Seit 1,5 Tagen fotografiert er alle Fische. Gehen Sie wirklich mal auf seine Facebook-Seite von San Mai. Johann Lörs, finden Sie tolle Sachen. Hier, Gewinner von Botan, 45 Bu. Kiyotsuri, Hiyotsuri, die hat man auch irgendwann mal aus der Utsuri-Mono-Klasse vor 2-3 Jahren rausgenommen,
weil dort nur die Shiro Utsuri und dort hauptsächlich die von Omosako gewinnen. Das war unsportlich und von daher wollte man das nicht mehr. Hier der nächste Botan, 50 Bu, auch wieder ein Hiyutsuri. Und Sie werden sehen, ich sage das jetzt einfach, ab jetzt werden die Hiyutsuri dominant werden, weil die Kinshova ist auch eine Varietät, die wächst bis 70 cm und darüber hinaus wird es eng. Und hier Ichimatsu-Zeichnung, dieses schachbrettartige, starker Fisch, würdiger Gewinner. 55 Bu haben wir Shusui, auch hier. Wer diesen Fisch versucht zu erklären, der glaubt, er hat völlig ungebildete Zuschauer. Und da sie das nicht sind, brauche ich da jetzt in dem Fall nichts dazu sagen. So, dann kommen wir zu 60 Bu. Und auch 60 Bu, wieder ein Shusui. Was mir bei dem nicht ganz so gut gefällt, ist, dass die Haut schon ein bisschen grau ist. Er hat ein tolles Kogenami und Sie wundern sich jetzt vielleicht, das ist nicht gleichmäßig. Nein, es ist kunstvoll. Es muss nicht immer gleichmäßig sein, diese Rückgratbeschuppung, was sich Kogenami nennt, sondern die kann auch kunstvoll sein und das ist sie. Er hat einen schönen Kopf, schöne Flossen und eine schöne Zeichnung. Ein Hi-Shusui übrigens. Dann kommen wir zu 65 Bu. Die verfolgen uns, die zwei. Dann der erste Asagi. Das war dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen dünner besetzt als in den letzten Jahren. Da hatten wir unglaubliche Tiere da. Bei ihm gefällt mir die Kopfform, die klare Kopfzeichnung, Kopfhaut, das Yakko, das ist die Zeichnung auf den Kiemendeckeln und natürlich diese leichte Kinginrin-Beschuppung, die er da hat. Ich habe vorher mal Akimoto gefragt, hat die einen Namen? Dieser äußere glitzernde Zentimeter, hat er gesagt, nee, wüsste er nicht. Dann lassen wir das so stehen und machen weiter bei 70 Bu Botan. Da haben wir wieder einen Hiyutsuri. Was diesen Koi auszeichnet, ist eine wahnsinnige Farbqualität. Von allen Hiyutsuri, die ich hier gesehen habe, ist es, glaube ich, der mit dem besten Rot. Das ist spitzenmäßig und absolut würdig eines Champions. Auch das kommt vor, dass manchmal Koi gar nicht in allen Belangen so sensationell sein müssen, sondern wenn sie das eine oder andere Kriterium mit Bravour erfüllen, dass sie dann einfach den Preis bekommen. Und das ist auch gut so. Und jetzt machen wir weiter bei 75 Bu und haben gleich den nächsten Hiyutsuri. Auch eine sehr gute Rotqualität, auch eine sehr gute Schwarzqualität. Schöne Zeichnung, schöner Body, auch nach wie vor toller Tategoi. Und wenn ich mir die Körperform so anschaue, wird es bei 75 Bu bei dem Koi nicht bleiben, sondern das sind andere Größen noch möglich. So. Dann gehen wir weiter zu 80 Bu. 80 Bu und Konishi Shusui. Letztes Jahr schon Sonderpreisgewinner und von der Qualität wahrscheinlich einer der besten Koi, die je aus unserer Lisa-Lisa-Blutlinie herauskamen. Wahnsinniger Body auch. So, dann kommen wir zu 85 Bu. Jetzt habe ich das Schild gerammt. Hier ein Asagi, der auch keine Fragen offen lässt, sondern eigentlich nur die Antwort hat auf die Frage, was ist Asagi-Qualität? Mit über 80 cm, noch ganz, ganz hell, nicht dunkel, nicht würdelos, sondern einfach nur eine Sensation. Und dann fehlt last but not least. Und das ist auch ein Muchimono Sonderpreisgewinner. Es ist klar, das ist kein Kawari-Mono, sondern Muchimono, unser 106 cm. Karashigoi oder 108 cm. Wahnsinniger Body. Und unsere Fische kennen Sie ja schon aus dem Herbst. Das passt. So. Das waren jetzt die Botan-Sonderpreise und wir machen mit dem nächsten Block weiter mit dem letzten der vier Sonderpreise der Klassengewinner.